Prediger eine weitere Predigt über Gott als unseren Vater und was seine Vaterschaft alles beinhaltet und für uns bedeutet und wie wir darauf reagieren sollen. Mein Titel heißt heute Morgen: Wahres Leben im Überfluss in der Gegenwart unseres Vaters und seines Sohnes. Wir haben schon in dieser Reihenfolge von Predigten gesehen, was für einen Vater wir haben. Es ist so interessant, auch wenn man die Gebete der Geschwister anhört. Sie beten einmal Vater und dann danach Herr, Herr, Herr. Dies zeigt mir, ist keine Kritik, dass wir noch häufiger über Gott als Vater predigen sollen. Einmal Vater sagen und dann 8-mal oder 12-mal Herr ist keine Sünde, aber nicht optimal. Weil es ist schön, Vater sagen zu können. Um den besten Vater im ganzen Universum zu haben, ist köstlicher, wunderbarer als alles andere. In seinem Sohn, mit seinem Sohn, durch seinen Sohn, mit seinem Sohn, wie ich gesagt habe. Deswegen kein Wunder, dass der Herr Jesus gesagt hat, was er nach Johannes Kapitel 17 gesagt hat. Nämlich, Vers 3, sagt er, zuerst hat er gesagt, Vater, in Vers 1, und dann sagt er, in Vers 3, das sagt er sein Vater. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ja, wir sollen Gott als Vater erkennen und dies findet statt, indem wir den Herrn Jesus erkennen. Und lass uns die köstliche Einzelheiten unseres Themas zur Ehre und zum Wohlgefallen unseres Vaters im Himmel mitbekommen, begreifen, schätzen, darüber nachsinnen, bis diese Dinge zu so einer Realität für uns gemacht sein werden, dass wir absolut begeistert sein werden, einmal Herr sagen werden, anders als was ich heute Morgen war, und 12-mal Vater. Dies ist passend. Dies wäre passend. Dies wäre biblisch. Auf jeden Fall. Gott, erstens, der einzige wahre Vater. Der einzige gute Vater. Nach was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat auch gesagt, im Vergleich zum himmlischen Vater, sind alle Väter schlecht und böse. Obwohl Väter sind gut, aber im Vergleich zu Gott als Vater sind sie schlecht. Aber Gott, der einzige gute Vater, hat das Herz des besten Vaters im ganzen Universum. Dies hat er auf so viele Weise gezeigt, seinen geliebten Söhnen offenbart und damit macht er einfach weiter. Er erfuhr eine unermessliche und überwältigende Sehnsucht danach. Und die ist von aller Ewigkeit her. Bevor die Planeten, die Sterne und die Engel und so weiter, die Pflanzen, die Bäume geschaffen worden sind. Dass er wollte einfach dies haben. Mein ewigen Sohn, der jetzt in meinem Busen liegt, nach dies lesen wir in der richtigen Übersetzung, und ich bleibe dabei, dies ist die richtige Übersetzung, nicht im Schoß, nur im Deutschen haben wir im Schoß, nicht in irgendeiner anderen Sprache haben wir Schoß. Es ist nicht passend, ich bleibe dabei. Ich habe viele Beweise, wir werden in kurzer Zeit überreden zueinander, im persönlichen Austausch. Aber er liegt im Herzen des Vaters. Und er wusste alles vom Vater. Er genoss alles von seinem Vater. Epheser 1,
Er wollte, dass sein ewiger Sohn zum eingeborenen Sohn gemacht wird, damit er ihm als Sohn des Menschen und zur gleichen Zeit Sohn Gottes sein würde, all seine besten Segnungen und Gaben schenken konnte. Ja, sogar schon in der ewigen Vergangenheit, bevor wir geschaffen wurden, gab es Vaterschaft in dem Himmel. Weil Gott hat schon seinen Sohn als sein Vater gehabt, als seinen geliebten ewigen Sohn gehabt. Aber er wollte doch die Menschen von seinen auserwählten, geliebten Menschen auch als seine Söhne und Töchter bekommen. Anders würde das Verlangen seines Herzens als Vater nicht gestillt und befriedigt sein und erfüllt sein. Deswegen, Epheser 1, Vers 5. Epheser Kapitel 1. Und heute Morgen werde ich viel blättern müssen, weil ich konnte nicht die Dinge tun, um die Dinge schneller machen zu können heute Morgen, wie ich im Normalfall tue. Epheser 1, Vers 5. Er hat uns vorher bestimmt. Wer hat uns vorher bestimmt? Die Person, wovon geredet wird in Vers 3. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Von aller Ewigkeit her sagte ich, ich will Söhne bekommen. Ich will Kinder bekommen. Es gibt Männer, die gerne Kinder bekommen wollen, aber sie werden nicht sterben von Schmerzen, wenn sie nicht Kinder bekommen würden. Aber Gott sagt, dies ist mein überwältigendes Verlangen, weil ich so ein Herz des Vaters habe. Will ich Söhne bekommen? Ich bestimme deswegen viele Menschen vor zur Sohnschaft. Dies für mich selbst. Was für köstliche Worte. Für mich selbst. Ich werde meine eigenen Söhne bekommen und Töchter. Und ich werde dies tun durch Jesus Christus. Und höre, ich werde dies tun nach dem Wohlgefallen meines Willens. Ja, wisst ihr was? Gott hat niemand gehabt, ihn dazu zu fordern. Sogar nicht konnte sein ewiger Sohn, der in seinem Busen lag, ihn dazu fordern. Weil der Herr Jesus bleibt Nummer 2. Für die Zeit und für die Ewigkeit bleibt der Jesus Christus Nummer 2. Im ganzen Universum. Er ist ebenso viel Gott als der Vater. Ebenso viel Gott als was der Heilige Geist Gott ist. Aber was Autorität anbetrifft, wird er auch in der Ewigkeit Nummer 2 bleiben. Wir haben doch letztes Mal gesehen, nach 1. Korinther 15 wird er, nachdem er das Reich im Namen seines Vaters vervollständigt haben wird, das Reich seinem Vater geben. Jetzt wirst du, Vater, alles in allem sein. Du wirst Nummer 1 bleiben. So sogar sein Sohn konnte ihn nicht dazu fordern. Aber sein Herz der wahren Liebe, seine überwältigende Liebe, intensive, einzigartige und ähnliche Liebe zu seinen geliebten Söhnen hat ihn dazu gedrängt und getrieben. Nichts wird mich stoppen. Kinder werde ich für mich selbst bekommen und dies nach dem Wohlgefallen meines Willens. Bist du schon begeistert geworden? Im Licht der angesichts der Tatsache, dass dein Vater wollte dich von aller Ewigkeit her für sich selbst haben. Ich brauche ihn als Sohn. Ich brauche ihr als meine geliebte Tochter, als mein geliebtes Kind. Nur so wird mein Herz
der wahren Liebe zu meinen eigenen zukünftigen Kindern gestillt sein und mit Ausdauer gestillt bleiben und bis in alle Ewigkeit gestillt bleiben. Aber zuerst werde ich meinen Sohn aus Maria geboren werden, damit ich meine Liebe immer zuerst auf ihn, auf dem Sohn meine ewige Liebe ausschütteln werden kann. Ja, lass uns dies nicht vergessen. Der Herr Jesus bleibt einfach Nummer zwei. Und wir sind Nummer drei. Wir sind alle Nummer drei. Nein, der Heilige Geist ist Nummer drei, wir sind Nummer vier. Wir werden ihm auf ewig Nummer vier bleiben. Aber in einem bestimmten Sinn sind wir Nummer zwei mit Christus zusammen. Nur in einem bestimmten Sinn und zu einem bestimmten Maßen, die sage ich, wegen was ich in Johannes Kapitel 17 lese. Was lese ich dort? Johannes Kapitel 17, der Herr Jesus ist zu Ende von seinem langen hohen priesterlichen Gebet gekommen, und dann sagte er, Vers 15, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Mit anderen Worten, der Herr Jesus hat diesen Dienst. Ich werde deinen Menschen und meinen Menschen offenbaren, was für ein Vater sie in der Tat haben. Was deine Eigenschaften sind, was für Taten du hast, was für Absichten du hast, was für eine Absicht du hast und so weiter. Was für ein Herz du hast, oh Vater. Und dies werde ich tun, Vater, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Was für eine erstaunliche Aussage. Vater, dies ist dein endgültiger Wille, dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Deswegen, auf diese Weise wird stattfinden, was in Vers 24 geschrieben steht. Dann werden wir aus Erfahrung wissen, dass unser Vater uns geliebt hat von aller Ewigkeit her und stets liebt und auf ewig lieben wird mit derselben Liebe, mit der er seinen ewigen Sohn geliebt hat und mit der er immer noch seinen eingeborenen Sohn liebt. Ist der doch geschrieben hier. Vers 23. Vers 22 und 23. Was hat der Herr Jesus schon gemacht mit seinen Jüngern? Was für einen Dienst hat er schon ihnen gegenüber gemacht bei dieser Zeit? Ich habe die Herrlichkeit, nach Vers 22, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Aha, hier kommt es. Gleich wie du mich liebst. Schreibe dies auf, Herr. Hange dies an der Wand. An die Wand. Wiederhole dies, zitiere dies. Denn du hast, damit sie wissen und erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, deine anderen Söhne liebst, gleich wie du mich als deinen eingeborenen Sohn liebst. Die Liebe, die der himmlische Vater zu seinem ewigen und zu seinem eingeborenen Sohn hat, ist unendlich, unbeschreiblich göttlich und herrlich. Unermesslich intensiv und wunderbar und absolut perfekt und vollkommen. Mit so einer vollkommenen Liebe liebt er uns mit der genauen selben Liebe. Könnt ihr nicht glauben? Wir sollen es doch glauben, obwohl es zu erstaunlich klingt. Er hat doch sein Gebet abgeschlossen mit gerechter Vater. So deswegen zurück
nach Epheser Kapitel 1, Vers 5. Er hat gesagt, gerechte Vater, die sollen wir wissen. Damit haben wir schon einen geringen Anfang gemacht letztes Mal. Der himmlische Vater ist der gerechte Vater, weil er auch nach Johannes 17, Vers 11, oder was ist es? Wo lesen wir von der Heilige Vater? 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, Heilige Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Weil der himmlische Vater der absolut heilige Vater ist, kein Finsternis ist in ihm, nur Licht, nur Heiligkeit. Deswegen ist er auch der Vater, der gerecht ist und gerecht handelt. Dies ist der Grund, warum er so einen teuren Preis bezahlen musste, unser Diener sein zu können. Niemand hat uns so gut gedient wie unser himmlischer Vater und seinem Sohn und sein Sohn. Ich werde eure Diener als der demütige Vater. Ein guter Vater in dieser Welt dient doch gerne seinem Sohn und seinen Kindern. Er opfert sich für sie. Er führt ein selbstopferndes Leben, seine Kinder reichlich zu beschenken zu können mit allen guten Dingen. Und sein Vater hat gesagt, weil ich der heilige Vater bin und deswegen gerecht handeln musste, unbedingt sollte, werde ich tun, was in Römer 8, 32 geschrieben steht, ich opfere meinen einzigen Sohn. Ich opfere den Sohn meiner Liebe um euretwillen, damit ich ihm reichlich segnen werden kann als Menschensohn, als den eingeborenen Sohn meiner Liebe und damit ich euch als meine anderen Söhne in ihm und durch ihn auch so reichlich segnen werden kann. Aber denkt doch daran, liebe Geschwister, dies hat ihn sein Alles gekostet. Seinen ewigen Sohn musste er preisgeben. Der Himmel ist leer geworden. Der Sohn der Liebe des Vaters war nicht mehr in seinem Herzen drin gewesen. Er musste den Himmel verlassen. Hierher zu kommen, aus einer Frau geboren zu werden, sich selbst so zu demütigen. Und durch diese Demut zeigte der Vater, wie demütig er ist, was für ein Diener er ist. Und es kostet ihm sein Alles. Aber es kostet unser Herr Jesus auch sein Alles. Ich lebe mein Leben. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Nach Johannes 10, Vers 11 und 15. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Du sollst es freiwillig tun. Das Wort Vollmacht, das benutzt wird, ist kein gutes Wort. Susanne hat mir dies gezeigt. Es ist ein verkehrtes Wort. Nicht, ich habe Vollmacht empfangen. Der Vater hat gesagt, ich gebe dir dieses Liebesgebot. Du solltest es nur tun, wenn du dies aus reiner und spontaner Liebe gerne tun möchtest. Nicht Vollmacht empfangen, sondern ein Liebesgebot. Wenn du auch diese Liebe hast zu ihnen und zu mir, weil du weißt doch, mein geliebter Sohn, nur so wirst du mir völlig gefallen können, weil nur du kannst den Preis bezahlen. Die anderen können nicht den Preis bezahlen. Ein Engel konnte nicht, weil es musste Gott sein. Und der Sohn war Gott und Gott konnte nicht sich selbst schicken. Und deswegen schickte er seinen Sohn. Und deswegen wurde er Mensch gemacht in Übereinstimmung mit Gottes ewigen Vorhaben und in Übereinstimmung mit seinem ewigen Heilsplan. Und der Sohn reagierte mit so viel Begeisterung. Oh, nach Psalm 40, Vers 8. Oh, himmlischer Vater, mein Gott, deine Gebote sind mit meinen Organen verflochten. Ich will nur deinen Wille tun. Dies ist die richtige Übersetzung. Nicht in meinem Herzen drin, sondern dein Wille zu tun,
Dies ist mit meinen Organen verflochten. Ich kann nicht leben, ohne dein Wille zu tun, weil ich dich so liebe, oh Vater. Ich will dir gefallen. Ich weiß, du kannst nicht, du möchtest nicht ohne Kinder bleiben. Ich werde dir dazu bringen, Kinder zu bekommen, weil ich bin Nummer zwei und ich diene dir, wie ein Sohn sein Vater diene. Aber weil du zur gleichen Zeit mein Vater heil, die Liebe ist, die wahre Liebe zu seinen Kindern, nach 1. Johannes 3,16, c. Und auch noch andererseits die wahre Gerechtigkeit ist. Sollst du gerecht handeln? Dies hast du mir schon gesagt, als ich noch in deinem Busen lag. Und deswegen bezahle ich den Preis, den sie nicht bezahlen können. Ich werde verflucht sein von dir. Du wirst mich verlassen. Ich werde dein Fluch erdulden und ertragen und erleiden, damit ich letzten Endes am Kreuz Golgotha ausriefen werden kann. Es ist vollbracht. Der Preis ist völlig bezahlt worden. Und danach konnte der Vater uns als seinen eigenen geliebten Söhne bekommen. Aber es hat ihm und seinem Sohn ihr alles gekostet. Aber Geliebte, zurück nach Epheser Kapitel 8. Was wir hier in Vers 5 haben. Unser Vater hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus. Wisst ihr was? Natürlich hat er auch das Herz des wahren Vaters gehabt. Im alttestamentlichen Zeiten. Er war der Vater von Abraham, Isaac und Jakob. Er war ihr Gott, aber auch ihr liebender Vater. Lass uns zuerst kurz reden, ein paar Punkte bezüglich Gottes Vaterschaft, seinen geliebten Menschen gegenüber in alttestamentlichen Zeiten. Bevor wir weitermachen werden, mit seiner vollständigen Offenbarung als Vater uns gegenüber in seinem geliebten Sohn und durch ihn und mit ihm zusammen. Jesaja 63, Vers 16. Jesaja 63, Vers 16. Lass uns eher anfangen. Mit Vers 8. Unser Vater hat von seinen alttestamentlichen Menschen eine mächtige und köstliche Erwartung gehabt. Ich habe ihnen mit starker Hand berufen, nachdem ich sie auserwählt habe, zur Sohnschaft für mich selbst. Ich habe ihnen gerettet, ich habe, sagt man, ihnen reichlich beschenkt. Sie reichlich beschenkt mit all meinen guten Gaben. Ich habe ihnen mein Vaterherz offenbart. Sie werden doch mit aller Liebe darauf reagieren, aus reiner Dankbarkeit. Und sie werden mir doch dienen, wie ein Sohn sein Vater dient. Wie ein geliebter Sohn seinen geliebten Vater dient. Höre doch, Jesaja 63 und Vers 8, da sprach er, sie sind ja mein Volk, höre, sie sind Kinder, die nicht untreu sein werden. Und mit dieser Erwartung wurde er ihr Retter. Ich erlöse sie, ich befreie sie auch von dem Bösen, ich erschaffe sie neu, ich wandle sie um, damit sie mehr als ihren geliebten Vater aus reiner Dankbarkeit ihren Vater gegenüber treu bleiben werden. Was für eine Erwartung hat er gehabt? Wisst ihr, wenn ein Sohn nicht sein Vater dient, aus reiner Liebe, nicht handelt und nicht die Gesinnung hat, die der Sohn der Verheißung hatte, nämlich Isaac, seinem geliebten Vater gegenüber. Er hat seinen Vater so gedient. Er war mit alles zufrieden. Er wollte nur seinem Vater gefallen. Auch als sein Vater ihm opfern wollte und ihm durchbohren wollte, war er völlig gehorsam. Er wollte nur seinem Vater gefallen.
Der wahre Vater hat ein Verlangen, mein Sohn, meine Söhne, ihr sollt mit mir mitmachen. Ich als ihr Vater habe ein christliches Verlangen. Wir sollen die christliche, herrliche erste Liebesgemeinschaft miteinander haben. Eine christliche, intime, innige Liebesbeziehung miteinander. Weil diese Beziehung ist christlicher als die Beziehung von einer Mutter mit ihrem Kind, lehrt die Bibel uns. Die Liebe des Vaters ist viel köstlicher und herrlicher und intensiver und ähnlicher als diese Liebe der Mutter zu ihrem Säugling. Aber dann erwarte ich eine Gegenleistung als Liebesdienst. Nämlich, du sollst mich zurücklieben nach 1. Johannes Kapitel 4. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dies wollte der himmlische Vater von ihnen. Deswegen lesen wir in mehreren Bibelstellen, Israel ist mein Knecht. Israel sollte mir dienen, aus reiner Liebe, ihren himmlischen Gott und Vater gegenüber. Aber ich habe viele Bibelstellen hier, ich habe 80 Seiten geschrieben. Deswegen habe ich nur 1,5 Stunden geschlafen. Und ich konnte nicht wieder schlafen, weil ich 5 ins Bett gegangen bin. Aber Tatsache ist, Geliebte des Herrn, Gott hat diese Erwartung gehabt. Ein guter irdischer Vater hat diese Erwartung. Mein geliebter Sohn, ich habe ihm so viel Liebe auf ihn ausgeschüttelt. Er sollte mich zurücklieben auf eine Weise des Gehorsams. Mir zu geben, was ich gerne bekommen möchte. Ein Liebesdienst. Ja, in der Familie Gottes geht es Solidarität. Dies ist der Grund, warum es so verkehrt ist, nicht eine Ortsgemeinde zu haben. Komme nicht hierher, wenn du dies nicht eine Gemeinde sein würdest und wenn du nicht hier treu sein würdest. Finde eher eine andere Gemeinde, weil das Herz des Vaters hat ein Verlangen. Eine treue Familie nach Epheser 2,19. Alle die Familienmitglieder voneinander sind, sollen einander völlig treu bleiben. Und dies schließt zuerst ein, wir treffen uns regelmäßig. Weil in der menschlichen Familie beschäftigen die Kinder sich mit allerlei Dingen. Und wenn sie 21 oder wie alt auch geworden ist, ist nicht immer dieselbe Jahresalter, dann verlassen Sie Ihren Vater. Ich werde in dieser Firma arbeiten. Ich arbeite nicht mehr für euch in dieser Familie. Aber in Gottes Familie geht es anders. In der Familie des Vaters werden wir in der Zeit und auf ewig dienen. Diese Familie bleibt, nachdem alle anderen Familien kaputt gegangen sein werden. Ach, Geliebte des Herrn, das Verlangen des Vaters, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden, und so würde er ihr Retter. Er machte ihnen zu seinen Knecht Israel, zu diesem Ziel und Zweck. Es gibt viele Bibelstellen diesbezüglich. Und all diese Bibelstellen deuten darauf, er hat so eine Erwartung als Gott und Vater von ihnen gehabt, ihnen in Dankbarkeit zu dienen. Wisst ihr was? Es gibt keine Möglichkeit, um mit Ausdauer mit dem Vater und mit dem Sohn des Himmels Gemeinschaft zu haben, ohne dass wir vorwärts ziehen im Gehorsam. Die ganze Bibel lehrt uns dies. Nur die Leute, die vorwärts ziehen als dienenden Kinder, aus reiner Dankbarkeit und unendlicher Liebe zu ihrem Vater und ihrem geliebten Christus, als den Sohn seiner Liebe und zueinander und zu seinen Söhnen, die noch geboren werden sollen, die auserkorene, verlorene Menschen. Dies bekommen wir doch mit aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater wartet mit aller Begeisterung, mit einem intensiven, unendlichen Verlangen, dass seine verlorenen Söhne heimkommen werden. Damit er von ihnen sagen werden kann, mein Sohn war tot, er ist lebendig gemacht worden. Er war verloren, er ist gefunden worden. Lass uns ein Fest halten. Was das Fest aller Festen. Wir sollen alle tanzen, jubeln und Musik musizieren und singen
trinken und essen, weil mein Sohn ist heimgekommen. Die Familie muss vollständig gemacht werden. Und wir sind die Söhne, die schon geboren worden sind, neu erschaffen worden, um den Vater sein Herzensverlangen zu schenken und auch den Herrn Jesus, weil er braucht auch Brüder. Er ist unser Herrenbrüder. Aber er schämt uns sich nicht, um uns seine Brüder zu nennen nach dem Hebräerbrief. In der Familie des Vaters geht es um Sohnschaft, Vaterschaft und Brüderschaft. Und dies in alle Solidarität und Treue. Absolute Treue in der Zeit und ewiglich. Aber dienende Treue. Treue und Liebe auf eine dienende Weise gezeigt. Und dieser Dienst gezeigt in Übereinstimmung mit seinen biblischen Liebesgeboten. Nur dann gefallen wir dem Vater. Aber wisst ihr was? Israel, was war unwillig gewesen. Und deswegen musste er sie letzten Endes in seine, als der enttäuschte und als der verletzte Vater züchtigen. Und er hat sie gezüchtigt mit Erfolg. Weil unser Vater im Himmel weiß genau, was er tut. Wie wir davon lesen in Hebräer 12, züchtigt er niemals ohne Erfolg zu bekommen. Wenn jemand ein wahrer Sohn Gottes ist, bekommt er immer Erfolg. Lehrt Hebräer 12 uns. Die Einzelheiten davon kann ich nicht jetzt behandeln. Aber höre doch, wie sie reagiert hatten, die Israeliten, sein eigenes auserwähltes Volk und seine Familienmitglieder in alttestamentlichen Zeiten, als er sie gezüchtigt hatte. Vers 16, dann riefen sie aus. Nach Vers 16, und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Wir lesen einmal in diesem Vers von Erlöser, wir lesen einmal vom Herrn, aber wir lesen zweimal von du bist doch unser Vater, du bist doch unser Vater. Ja, wenn der Vater seine Söhne züchtigt, auf wie er allein es machen kann, und dies tut er aus reiner Liebe, weil er so ein eifersüchtiger Vater ist, er will alles von uns für ihn haben, dann rufen wir aus, ach, du bist doch unser Vater. Du bist nicht nur mein Schöpfer. Du bist mein Vater, du bist unser Vater. Wie in unser Vater gebeten, unser Vater. Deswegen die Familie Einheit. Deswegen eine bestimmte lokale Ortsgemeinde. Dies ist Gottes Plan. Dies ist der Plan des Vaters, nicht mein Plan. Nur so können wir ihm gefallen. Doch. Obwohl wir Teil sind von allen den wahren Söhnen Gottes, von der ganzen Familie Gottes in aller Welt, in alle Ortsgemeinden, brauchen wir eine Ortsgemeinde, wo wir diese Treue und Liebe praktisch zeigen können zur Ehre des Vaters. Aber habe ich richtig geredet, als ich gesagt habe, es geht in diesem Abschnitt, dieser Abschnitt über Züchtigung. Lass uns schauen. Was haben wir da vor und danach? Sie sagte, du bist doch unser Vater und so weiter. Vers 15, blicke vom Himmel hernieder und sich herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun ein Eifer und deine Macht, dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Vers 16, Vers 8, 17, Herr, warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deine Knechten willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Israel war das Erbteil, der Erbteil, das Erbteil. Das Erbteil des Vaters, Gottes und Vaters. Ach, wir sind doch dein Erbteil, wegen der Stämme deines Erbteils. Ach, kehre doch zurück, dann werden wir so beten, wer uns züchtigen will. Ach, wir wollen dich als Gott und Vater genießen, erfahren, wir wollen dir gefallen, weil, was steht hier geschrieben, Vers 17? Kehre zurück um deiner Knechte willen. Was hat der
Wer war der Herr Jesus? Nach Jesaja 41 und mehrere alttestamentliche Bibelstellen war der Vater so stolz auf ihn. Es gibt eine positive Art von Stolz. Ich habe hier im Gang gesehen, mehrmals. Es gibt einen Vater hier. Er ist so stolz, man muss jedes Mal hören, wie das Kind, wie er seinen Sohn predigen kann, wie er beten kann, wie die Tochter beten kann und wie der Sohn nur über den Herrn reden will. Ach, Herr, ihr sollt alle bleiben. Lasst doch die anderen Dinge hören doch. Er ist doch so stolz auf seinen Sohn. Der himmlische Vater ist noch viel stolzer. Wir sollen ihm stolz machen auf eine positive Weise. Ach, meine Söhne, ich schäme mich nicht. Mehrere Väter in dieser Welt schämen sich für ihre Söhne. Aber unser Vater will sich nicht für seine Söhne und Töchter schämen. Und deswegen sollen wir gut und richtig mit empfindsamen Herzen reagieren, wenn er uns züchtigt. Und dann werden wir sagen, wir sind doch deine dienenden Söhne und Töchter. Wir werden wieder Solidarität mit dir zeigen, oh himmlischer Vater. Du bist doch unser Vater. Wie können wir anders als Solidarität zeigen, angesichts deiner unermesslichen Liebe uns gegenüber bewiesen? Ich lese es noch einmal. Vers 16. Doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Aber du, oh Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser, von Ewigkeit her. Jetzt Jesaja 64 und Vers 8. Nein, Vers 7. Vers 6. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Ja, die Sohnschaft, Sohnschein im alttestamentlichen Zeiten war nicht ausreichend gewesen. Dies konnte das große Herz unseres himmlischen Vaters nicht gefallen. Sie hatten ihn nicht auf eine ausreichende Weise gedient. Sie hatten ihn nicht zu einem ausreichenden Maßen gekannt und erkannt. Deswegen waren sie so widerspenstig noch mehrmals. Aber höre doch, Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wieder. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir sind, alle sind das Werk deiner Hände. Wir reden immer von dem Töpfer und von dem Ton. Aber hier lesen wir, dass der Töpfer, es ist der Töpfer, unser Vater ist. Er formt uns. Weißt du was, oh Vater, irdischer Vater? Du sollst deinen Sohn formen. Er ist wie Ton. Er ist formbar. Sieben, nur aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Ja, alles kommt von dem Vater. Deswegen sollte der Mann arbeiten. Anders sollte er nicht essen. Er soll das Brot gewinnen. Nur wenn er völlig krüppel ist und überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Dies ist, warum es so war unter den Juden, dass es Gottes Wille war. Die Frau musste zu Hause bleiben. Heimbleiben. Der Mann musste das Brot sammeln und seine ganze Familie versorgen. Paulus hat gesagt in Titus und Timotheus, die sollte so bleiben. Weil wir sollen widerspiegeln, was für einen Vater wir haben. Er sorgt für alles. Der Herr Jesus ist nur die vermittelnde Quelle von allen Dingen. Der himmlische Vater ist die endgültige Quelle von allen guten Dingen. Er hat alles eingeplant, es steht in Jakobus 1 geschrieben, alle die guten Gaben kommen von diesem Vater herab zu uns. Auch der wunderbare Herr Jesus, alles von ihm als Erlöser, als Heiland, als Prophet, als Priester und König, haben wir empfangen. Wir haben ihn als unser Erlöser und Herrn Brüder empfangen, als unser Prophet und alles. Da, weil unser Vater diese Absicht hatte und dies sein Vorhaben war und stets ist.
Denke daran, wenn du dem Herrn Jesus genießt, in die Gemeinschaft mit ihm. Mein Vater hat dafür gesorgt. Er sorgt für alles. Er formt uns, er beschenkt uns, er hat eine mächtige Erwartung, dass er uns so formen wird, dass wir ihm gehorchen werden, damit alle die Leute sagen werden, so soll ein Sohn sein Vater dienen, als Sohn, der versorgt worden ist und bleibt durch seinen Vater. Deswegen hat Paulus gesagt, dass nur solche Brüder dürfen Ältesten sein, die solche Kinder haben, die so gehorsam sind, die so begeistert sind von ihrem Vaters Vorhaben und die Lust daran haben, ihren Vater zu dienen und mit ihm zusammen in Harmonie, mit der Mutter, mit den anderen Geschwistern, Brüder und Schwestern zusammen vorwärts zu ziehen, in Solidarität miteinander. Was so widerspiegeln die irdischen Familien so ein bisschen von der Vaterschaft und der Sohnschaft, die zwischen uns und unserem himmlischen Vater besteht. Da ist. Aber Geliebte des Herrn, lass uns weitermachen. Jeremia 32, Jesaja 32 und Vers 41. 32 und Vers 41. Hoffe ich, weil die Nummerierung ist anders in der deutschen Bibel manchmal. Und ich habe mit den Englischen gearbeitet. Kann nicht sein, lass uns es vergessen. Aber in seinem Eifer wollte er uns in allen, bezüglich allen guten Dingen reichlich beschenken. Ach, Jeremia 32, Vers 41, Entschuldigung. Jeremia 32, Vers 41. Höre doch, mit wie viel Begeisterung tut unser Vater alles um unser Willen, um seines Sohnes Willen. Um uns zu formen, uns zu beschenken, uns zu erziehen, damit wir zu seiner Ehre sein werden. Um das Herz, das Verlangen seines Herzens stillen zu können. Jeremia 32, Vers 41. Okay, ich kann nicht alles hier lesen in dem Kontext. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohl zu tun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Kann man dies glauben? Erstaunlich, wunderbar und köstlich, oder? Was unser Vater tut, uns zu helfen. Tut uns zu helfen, uns zu beschenken, uns in unserem geistlichen Land zu pflanzen, um uns letzten Endes in dem verheißenen Land des Himmels und die neue Erde hineinbringen zu können. Dies tut er, wie es hier geschrieben steht, dies hat er selber gesagt, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Der Eifer der Liebe des Vaters ist erstaunlich und vollkommen und unendlich. Deswegen fordert er von uns eine Amos 3, Vers 3 Übereinkommen. Er will uns ebenso begeistert machen und so eifrig, dass wir auch sagen werden, oh Vater, wir tun die Dinge für dich mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Seele. Wir tun die Dinge gerne für dich. Nichts ist gezwungen. Wir wollen gerne am Mittwochabend hier sein. Wir wollen gerne am Sonntagmorgen hier sein. Und am Sonntagabend, wir wollen gerne einander in allen Dingen unterstützen und einander belehren und einander stärken und einander in allen Dingen dienen. Weil was wir an den Geschwistern tun, tun wir an Herrn Jesus. Und was wir ihnen antun, tun wir dich an, oh Vater. Weil du bist das Haupt der Familie. Und dann allein bist du zufrieden. Ach, lass uns doch brennende Herzen bekommen, im Licht dieser köstlichen Wahrheiten über unseren Vater und sein ewiges Vorhaben. Und im Licht seinem ewigen Vorhaben. Lass uns dann auch sagen, oh Vater, wir verstehen jetzt, du tust dies mit aller Begeisterung, mit
allem Eifer, ja, vom ganzen Herzen heraus, von deinem ganzen Liebeswesen heraus. Nicht ein Mann mit einem langen Stock, um uns die ganze Zeit lang zu schlagen. Und der Herr Jesus sollte uns gegen ihn schützen. Nein. So ein Vater habe ich nicht. So ein Vater hast du auch nicht in dem Himmel. So ein Vater haben wir nicht. Im Gegenteil. Er ist so eifrig, er kann nicht warten, dass wir auf seine Züchtigung richtig reagieren werden, damit er uns weiter mächtiglich und beschenken werden kann, uns mächtiglich benutzen werden kann, seine Diener zu sein. Und je länger wir seine Diener sein werden, wie wir es sein sollen, mit allem Liebeseifer, je mehr werden wir seine Gegenwart erfahren und genießen. Okay, es gibt eine junge Dame hier, die mehrmals in der Vergangenheit, sie hat damit aufgehört, so für die letzten paar Monate, gerne in den Gebetskreisen diese Bibelstelle zitiert hat. Jetzt werde ich sie auch zitieren. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. So spricht unser Vater. So sprach der Vater Israels. So sprach der Vater der Kinder Israels, die seine eigenen Kinder waren, die er redete unter ihnen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet nach Vers 12 mich anrufen und hingeben und zu mir flehen und ich werde euch erhören. Vers 13 nach, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Wann ist ein irdischer Vater sehr enttäuscht und fühlt er sich sehr verletzt? Er kommt nach einem langen Arbeitstag heim. Er hat 12 Stunden lang gearbeitet. Oder, und es ist noch nur 7 Uhr, weil er hat sehr früh angefangen. Er ist nass geschwitzt, er muss sich baden oder duschen. Aber er spürt, seine Kinder stören sie nicht an. Sie spielen weiter. Sie beschäftigen sich mit anderen Dingen. Dann fühlt er sich so missachtet. In welchem Bereich geht es so? Und so geht es auch im geistlichen Bereich, im Bereich von unserem himmlischen Vater. Er will es doch so gerne haben, dass wir wissen werden, was hier geschrieben steht, was damit gemeint ist. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr sollt mich anflehen und vom Herzen suchen und nicht ignorieren. Dann werde ich euch als Vater behandeln. Ja, dies lesen wir auch im Neuen Testament auch, mehrmals. Unter anderem in 2. Korinther 6, Vers 16 und 17. Lass uns dies schnell lesen. Wir haben es gelesen, aber es passt wieder hier. 2. Korinther Kapitel 6, Verse 17 und 18. Darum geht hinaus, sagt unser himmlischer Vater, von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Er ist der heilige Vater, er ist der gerechte Vater. Und was haben wir schon gelesen in Epheser 1? Von aller Ewigkeit her war es sein Absicht, sein Liebesabsicht, um uns als seine heiligen Kinder für ihn zu bekommen, die gerecht leben werden. Deswegen, auch im Neuen Testament 17, unser Vater sagt uns, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts an, nichts Unreines an, und ich werde euch aufnehmen, für ein zweites Mal. Vers 18, und ich werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, wir können nicht unserem Vater dienen,
wenn wir dies nicht in aller Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit machen würden. Und deswegen, in Überraschung, was hierin geschrieben steht. Leute sagen, ich störe mich nicht daran, ob Johann uns sagt, ich brauche eine Ortsgemeinde. Aber weißt du was, du darfst mich ignorieren. Aber wenn du deinen Vater ignorierst, weißt du, wie du ihn enttäuscht und zutiefst verletzt? Er sagt, ihr sollt auf all meine Gebote Acht geben. Sie sind alle Liebesgebote. Sie sind euch alle zum Vorteil und zum Segen und mir zur Verherrlichung und zum Wohlgefallen als der Vater der Familie. Ach, Geliebte des Herrn, ich bitte euch, Kinder, geliebte Kinder des Vaters, lasst uns unser Vater nicht länger enttäuschen und verletzen. Lasst uns doch gehorsam werden in allen Dingen und alle Quatsch lassen, alle Unheiligkeit lassen, alle Weltlichkeit lassen. Wir lesen doch in 1. Johannes, wenn die Liebe der Welt und die Dinge der Welt in uns sind, dann ist die Liebe des himmlischen Vaters nicht in uns. Wir können nicht beiden Dingen haben. Ist die eine oder die andere? Ach, lass uns doch dies tun. Wir wollen doch diese Herrlichkeit spüren. Dann werde ich euch behandeln auf so eine Weise, dass ihr wissen und erfahren werdet, ihr habt einen Vater. Und er segnet euch die ganze Zeit lang. Ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Der allmächtige Herr des ganzen Universums, der Nummer eins bleiben wird, sagt, ich habe das Herz eines Vaters. Nur ihr könnt das Verlangen meines Herzens erfüllen und stillen. Indem ihr so handeln werdet, weil in der Familie braucht man Harmonie. In der Familie des Vaters brauchen wir absolute Harmonie und Einheit. Bezüglich, was wir tun sollen, was nicht, was unser Herzensverlangen wäre und was nicht. Wir hassen, o Vater, alle Schmutz und Sünde und Weltlichkeit. Deswegen wenden wir uns davon ab, damit wir dir als unserem Vater gefallen können, unserem geliebten Herrn Brüder gefallen können, in ihm und mit ihm. Weil so ein Vorbild hat er uns doch gezeigt, oder? So ein Vorbild hat er uns gezeigt. Er hat doch in aller Heiligkeit und Gerechtigkeit gelebt. Fleckenlos, makellos ist er geblieben bis zu Ende seines irdischen Dienstes. Deswegen, als er am Kreuz Golgotha hing, hing er dort als Gottes makelloses Lamm, das alle die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat, in völligem Gehorsam, in allen Einzelheiten. Er hat sogar gesagt, ich brauche nicht Steuer zu bezahlen. Wir, die Söhne, sind frei, aber wir tun es. Wir werden niemand Anstoß geben. Petrus bezahlt, sagt man das so? Den Zoll für uns. Ach, in allen Einzelheiten, kein Gebot dürfen wir vernachlässigen. Nicht, um dadurch gerettet zu werden. Wir sind schon erlöst worden aufgrund Jesu Christi Heilsleistungen. Er hat so unsäglich viel dafür gelitten. Aber er sagt, jetzt bleibt nur übrig die Freiheit der Söhne Gottes, um mir in allen Dingen zu gefallen, das Herz des Vaters und des Sohnes, seine Liebe zu erfreuen, ihnen alles zu schenken, die sie bekommen möchten. In der Familie des Vaters sollte es so sein, oder? Wir sind doch alle Brüder. Und deswegen sollen die Brüder den Herrn Brüder dienen, damit sie ihren Vater gefallen können. In der Zeit und auf ewig hiernach. Ach, Geliebte des Herrn, lass ich euch nur sagen noch, ich habe so viele andere Verse hier, aber lass ich sie lassen. Wir wollen doch so ein bisschen noch über die Dinge im Neuen Testament auch reden. Was, womit hat das der Vater im Himmel sogar in alttestamentlichen Zeiten seine geliebten Kinder als die Söhne Israels beschenkt? Ich habe eine große Menge von Versen. Aber ich fasse zusammen, mit viel Freude, sagt er, mit viel Leidenschaft, ich zeige Leidenschaft euch gegenüber, die sollen wir doch noch lesen. Wir haben es gelesen, aber wir wollen es wieder tun. Jesaja Kapitel 63, wieder Vers 8 haben wir schon gehabt. Nämlich, da sprach Gott, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden, und so würde er ihr retten. Und sie hatten doch so viele
schwierige Zeiten erfahren und erlitten, oder? Zuerst in Pharaos Land, in Pharaos Reich, danach in der Wüste, dann durch die Philister und die Girgasiten und die Amalekiter und all diese furchtbaren Feinde und so weiter. Aber wisst ihr was, hier kommt es noch einmal. Jesaja 63, Vers 9. Während, als Gott diese Erwartung noch immer hatte, als Vater von seinen Kindern, und er sah, wie sie litt, wie viel sie erlitten hatten, wie viele Schmerzen und furchtbare, schwierige Zeiten. Höre doch jetzt, Vers 9. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts, nämlich der Herr Jesus, bevor er der Herr Jesus war, als er noch nur Gottes ewiger Sohn in seinem Busen war, in dem Himmel, und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Es ist doch biblisch, es ist keine bloße Sentimentalität. Wenn die Kinder und die Lämmer und auch die anderen zu schwach geworden waren, selber zu gehen, zu Fuß. Ich bin euer Vater, ich trage dich, o kleines Lamm. Ich bringe dich durch, ich habe doch meine väterliche Fürsorge. Ich versorge dich, ich schütze euch, ich führe euch, ich leite euch, ich beschäftige, ich bleibe treu euch gegenüber. Aber dies macht mein Herz weich, am meisten. Sein leidenschaftliches Erbarmen, sein zartes oder zärtliches Mitgefühl und Mitleiden bei all ihrer Bedrängnis. War er auch bedrängt. Paulus hat ähnlich geredet. In der Familie des Vaters sollte es so sein. Wenn jemand sich freut, sollen wir uns alle freuen. Er hat eine neue Arbeitsstelle bekommen, er ist geheilt worden. Dann freuen wir uns mit. Aber wenn er leidet, dann leiden wir mit. Und dann trauern wir mit ihm. Wir zeigen Solidarität. In der Familie des Vaters kann er nicht zufrieden sein, wenn wir nicht mit einander als die Brüder des Herrnbrüders und des himmlischen Vaters Solidarität in allen Dingen miteinander zeigen, obwohl schlecht oder gut, entweder angenehm oder unangenehm. So bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Er blieb nicht unberührt, er blieb nicht unbewegt. So ein Herz hat er. Viele Väter sehen ziemlich stur aus und unbewegt. Dies habe ich auch in Deutschland mehrmals gesehen. Das arme Kind hat so gelitten, aber der Vater hat weniger Schmerzen mit seinem Kind zusammen erfahren, weniger zärtliches Mitgefühl als die Mutter. Aber unser Vater im Himmel sagt, mein zärtliches Mitgefühl und Erbarmen, mein köstliches Erbarmen ist so viel größer und unendlicher und intensiver und herrlicher. Ich zeige völliges Mitleid und Solidarität und Erbarmen mit euch. Ich leide mit. Ich leide mit. Jedes Mal, als du gelitten hast, liebe Schwester im Herrn Jesus, hat dein Vater mitgelitten. Was für einen Vater haben wir? Wir sollen die Bibel studieren, damit wir feststellen können, was für einen Vater wir in der Tat haben. So, seine Freude, seine Leidenschaft, er hat sie getragen, er hat sie getröstet, er hat sie gestärkt, er hat sie geschützt, er hat sie bewahrt, er hat sie gepflegt, er hat sie ernährt und er hat ihnen einfach alles geschenkt, was sie brauchten. Er hat sie auch gezüchtigt, wenn es nötig war, damit sie wieder aufwachen konnten. Aber er hat sie auch ein Land geschenkt. Und wisst ihr was? In der Zeit des Neuen Testamentes leben wir, in der Fülle der Zeit. Und ab Pfingsten belehrt der Herr Jesus uns in Übereinstimmung, was in Johannes 17, Vers 26 geschrieben steht, immer mehr bezüglich des Namens des Vaters.
Er offenbart uns immer mehr seinen Charakter, seine unermesslich wunderbaren und herrlichen köstlichen Merkmale und Taten, seine Liebesabsicht uns gegenüber, sein Liebesabsicht und sein herrliches Vorhaben, das einfach bleibt und fortwährend gemacht wird. Er kann uns nicht untreu werden. Geliebte, wisst ihr was? Lass uns Jesaja 49, Vers 15 lesen, weil ich muss jetzt anfangen, um ein paar Worte über die Dinge, die wir im Neuen Testament haben, zu sagen. Ich werde wieder nur einen Anfang machen können. Aber Jesaja 49, Vers 15. Vers 14, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Hast du auch mehrmals gesagt, mein Vater hat mich wahrscheinlich verlassen. Ich habe seinen Geist, die Flamme seines Geistes ausgelöst, sagt man ausgelöst, gelöst und deswegen hat mein Vater mich verlassen. Dieses Mal ist er zu zornig geworden. Nein. Obwohl sie sagten, er hat uns verlassen, als Nummer 1 im ganzen Universum. Vers 15. Er erwiderte so, folgendermaßen, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Gibt es so ein Wort Säugling, oder nicht? Säugling. Ein Kind von 3 Monaten alt, ich komme darauf an, ein ganz junges Kind, der noch an der Brust des Mutters tritt. Kann eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Ja, es gibt solche Fälle, weil es gibt unnatürliche Menschen. Aber diese Frauen sind, diese Mütter sind die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Die Mutter kann so weltlich sein, wie sie sein könnte, und so ein Atheist, aber sie liebt ihr Säugling so. Sie kann diese Liebe nicht lassen. Sie kann ihr eigenes junges Kind nicht gegenüber nicht untreu werden. Und deswegen kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich werde dich nicht vergessen. Was für ein trostreiches Wort. Die Liebe unseres Gottes und Vaters seinen geliebten Kindern gegenüber sind viel stärker und überwältigender als die Liebe die beste Mutter in dieser Welt. Könnt ihr dies glauben? Glaube es doch, es steht geschrieben. Unser Vater hat sich so offenbart uns gegenüber. Aber jetzt werde ich nur mit ein paar Dingen noch abschließen müssen. Weil dann werden wir, so Gott will, nächste Woche zur Fülle zum Herzen der neutestamentlichen Botschaft kommen. Ich muss doch bevor 12 fertig sein heute. Aber wieder Epheser Kapitel 6. Und jetzt wollen wir doch über die Adoption auch reden. Aber zuerst Epheser Kapitel 1, meine ich. Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Unser Vater sagt, ihr lebt in dieser Welt, ihr leidet in der Welt, in der sündhaften, schrecklichen Welt, aber ihr seid in meinem, liegt auf meinem Busen. Ja, in Kolosser 3 lese ich in Vers 3, wir sind mit Christus zusammen im Herzen des Vaters verborgen und geschützt. Warum in seinem Herzen? Weil er uns unendlich liebt, wie er seinen ewigen Sohn liebt, mit einer unendlichen, maßlosen, köstlichen, einzigartigen, herrlichen Liebe. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum hat Paulus unseren Gott und Vater so bezeichnet? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil er wollte die Geschwister trösten und stärken.
damit sie brennende Herzen für ihren Vater bekommen würden. Noch brennender. Wisst ihr was? Er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wer ist der Herr Jesus Christus? Er ist unser Erlöser. Er ist unser Heiland. Er ist unser Prophet, unser König, unser Priester, unser Helfer in der Not, unser Alles. Und weil wir mit ihm wandeln, wandeln wir mit unserem Vater. Weil der Vater für seinen Sohn ist, ist er auch für alle die Leute, die in seinem Sohn drin sind und in dem der Sohn drin ist. Ach, dies hat er doch gemeint. Der uns schon gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wenn ich höre, wie ernstlich Christus Geschwister beten, ach, schenke mir noch ein bisschen Weisheit, schenke mir noch ein bisschen dies, schenke mir ein bisschen dies, dann frage ich mich, wann werden wir so beten? Du hast uns schon allen Dingen geschenkt. Wir brauchen nur, sie besser zu genießen. Aber lass uns auch von der Realität der Vollkommenheit reden. Wir haben die Dinge schon empfangen. Unser Vater hat uns schon unser Erbteil zu einem bestimmten Maß gegeben. Wir brauchen aber viel mehr Zeit, um unser Erbteil besser zu genießen. Aber was hat er zuerst getan? Vers 4, wie er uns in ihm, in seinem geliebten Sohn, in der Sohn seiner Liebe auserwählt hat. Gott hat gesagt, ich will ihn als meinen geliebten Sohn bekommen. Ich will diese Dame als meine geliebte Tochter bekommen. Er war sehr spezifisch. Wir lesen dies mehrmals im Neuen Testament wie im Alten Testament. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat gesagt, ich liebe dich. Ich will dich bekommen für mich und als mein eigenes Kind. Er hat uns deswegen auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Diese Übersetzung sagt in Liebe, ihr wisst, was ich euch letztes Mal gesagt habe. Heilig und tadellos in Liebe. Sind wir heilig und tadellos gemacht worden? Ja. Unsere Stelle nach, ja. Ich kann nicht jetzt darüber reden. Wir werden heute Abend darüber reden. In dem Kurs. Aber wisst ihr was? Gott sieht uns als im Herrn Jesus. Du bist schon perfekt gemacht worden. Du bist schon nach 2. Korinther, Vers 21, zu meiner Gerechtigkeit in meinem geliebten Sohn gemacht worden, mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Aber du sollst jetzt in der Praxis immer mehr werden, was du schon bist in meinem Sohn und in mir deswegen. In der innigen ersten Liebesgemeinschaft mit mir und mit ihm. Ach, er hat gesagt, ich werde heilige Kinder bekommen. Letzten Endes werden sie auch in der Praxis ihr ganzes Wesen nach, ihr ganzes Vorhaben nach, ihre ganze Gesinnung nach, ihre Werke nach, ihr Wandel nach, ihrem Wandel nach werden sie makellos, tatlos, heilig und gerecht sein. Deswegen sind wir vorher bestimmt worden, letzten Endes wie seinen geliebten Sohn auszusehen. Wie dem Herrn Sohn auszusehen, nach Römer 8, 29. Ach, der Vater im Himmel kann kaum warten. Er ist so begeistert, dass dies stattfinden würde. Aber in Liebe hat er uns auch dann nach Vers 5 vorher bestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst. Das Wort, das hier benutzt wird, ist für die Adoption. Er hat uns adoptiert. Ein irdischer Vater kann nur auf ein von zwei Weisen Vater seines Sohnes sein. Wie ich euch letztes Mal gesagt habe. Entweder, er ist nicht mein Sohn, ich habe ihn nicht gezeugt. Ich habe nicht die Mutter schwanger gemacht. So, ich bin nicht im biologischen, physiologischen Sinn sein Vater. Aber ich adoptiere ihn. Er hat nicht meine Gene in ihm. Aber ich adoptiere ihn. Der Vater hat uns zuerst adoptiert. Er hat uns vorher bestimmt zur Adoption für sich selbst. Studiere das Griechische, dann wirst du es mitbekommen. Martin Lloyd-Jones hat solche schöne Predigt darüber gemacht. Aber jetzt sollen wir uns fragen, was beinhaltet die Adoption
der Söhne und Töchter Gottes, dass er uns adoptiert hat. Es ist so köstlich. Es ist unbegreiflich, unermesslich, köstlich und wunderbar. Galater Kapitel 4. Jetzt sollt ihr mir helfen, um die schnell zu finden. Vers 1, ab Vers 1. Ich muss jetzt anfangen mit meiner Notlandung. Ach, liebe Zeit, warum ist die Zeit doch so kurz? Galater 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Klartext hat Paulus geredet und ich bin mit Martin Lloyd-Jones und den anderen Kommentatoren völlig einverstanden, dass hier ging es um die Adoption, die die Römer untereinander anraten, nicht die Juden. Ein Herr konnte einfach einen Sohn adoptieren. Was hat diese Adoption beinhaltet? Er bekommt alle die Rechte, die ich habe. All mein Besitz, all meine Güter sind sein Besitz und seine Güter. Obwohl er noch ein bisschen zu jung ist, ich habe Leute, die ihn belehren, weil er ist noch ein junges Kind, dann sieht er aus, als ob er nur einer der meine Knechte ist. Weil er ist noch nicht stark und gereift genug und erwachsen genug geworden, um meine Güter zu genießen. Er braucht noch jemand, ihm zu helfen. Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht in der Praxis kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Wisst ihr was? Wir sind Herr aller Güter. Unter dem Herrn Jesus, unter unserem Vater. Weil er uns auf die Weise ähnlich zu, was die Römer es hart machten. Ich adoptiere dich, weil ich dich als mein adoptiertes Kind bekommen möchte. Und dann war es gesetzlich so gewesen. Er konnte dies nicht wieder ändern. Er bleibt mein Kind. Er ist Herr geworden, alle Güter, aber er genießt es noch nicht alles. Er ist noch zu jung. Vers 2, sondern er steht unter Vormünderen und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Der Vater hat diese Zeit festgesetzt. Ich werde ihn beobachten. Ich werde ihn auch erziehen. Ich werde schauen, wann er mündig und stark und gereift genug geworden ist. Und die Dinge, die er geerbt hat von mir, alle die Dinge, die mir gehören, gehört ihm, ihn dies genießen zu lassen, ihn Herr davon zu machen. Dann wird er keine, Vormünderen mehr brauchen und Verwalteren. Und Paulus sagte, er hat die Anwendung gemacht. Nach Vers 3 und weiter. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Vers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr nun Söhne seid, Vers 8 nach, Söhne des Vaters, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, Papa, Vater, rufen wir vom Herzen heraus, weil wir den Geist des Sohnes hatten, als Geist der Sohnschaft. Vers 7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Alles, was unser Vater im Himmel hat und besitzt, besitzen wir. Seine Liebe, sein Haus. Wir befinden uns auf dem Weg zum Vaterhaus nach Johannes 14. Wisst ihr was? Diese Botschaft auf eine ausgeglichene Weise machen zu können, sollen wir nächstes Mal, so Gott will, weitermachen. Weil ich muss diese zwei zur gleichen Zeit oder die eine nach dem anderen behandeln. Nämlich, wie gehört und wie passt Adoption zu aus Gott geboren sein? Wir brauchen beides. Dann werdet ihr wunderbare Dinge sehen. Möglicherweise wirst du die selber studieren. Dann wirst du diese Dinge wissen, bevor wir anfangen werden, so gut wie nächstes Mal. Aber ich schließe einfach ab.
Aber ich hoffe, wenn die Dinge, die ihr heute gehört habt, euer Herzen nicht berührt, bewegt hat, dann habe ich keinen Rat mehr übrig. Dann frage ich mich, ob du überhaupt Sohn Gottes, Sohn des Vaters gemacht worden bist. Weil die Söhne und die Töchter des Vaters sind begeistert von ihrem Vater, insbesondere wenn sie immer mehr von ihm hören, weil sein Geist lässt sie ausrufen, oh mein Papa, oh mein lieber Papa oder mein Vater. Oh, so eine christliche Beziehung. Die Leute beten, Herr, 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 Herr. Aber dies ist nicht, was hier geschrieben steht. Ist nicht im ersten Sinn unser Herr. Er ist unser Herr, natürlich. Bleibt Nummer eins. Aber er ist eigentlich im endgültigen Sinn unser Vater. Will, dass sein Geist gehorchen werden und sagen werden, Papa, Vater. 12-mal Vater und 1-mal Herr. Es wird noch völlig anders gemacht hier. Ich werde dich nicht jedes Mal tadeln, ich tadle dich auch nicht jetzt darüber, aber du verpasst so ein köstliches Vorrecht. Und die Gemeinschaft mit unserem Vater, mit dem Sohn nach 1. Johannes 1,3 in dem Kontext von Vers 1 bis 2 sollte immer herrlicher werden. Wisst ihr was? Dann werden die armen Weltmenschen sagen, ich habe keine gute Familie gehabt. Ich habe nicht einen Vater gehabt, der mich geliebt hat, der mich geschützt hat, der mich versorgt hat, der mich geführt hat, der mich geleitet hat, der seine Liebe mir gegenüber zeigte, der eine innige Liebesbeziehung mir baute. Ich fühle mich wie ein Waisenkind in dieser Welt, obwohl ich einen biologischen Vater habe. Aber, oh Vater, wir wollen auch Ihren Vater kennenlernen. Weil wir haben schon gespürt, was für eine Freimütigkeit ihr ihm gegenüber habt. Und seinem Sohn gegenüber. Es ist so herrlich. Ich bin eifersüchtig auf euch geworden, sollen sie uns sagen. Und dann werden sie gezogen, fühlen zum Herrn Jesus und durch ihn zum Vater. Und dann werden sie im Vaterherz kommen, zum Vaterhaus kommen, zum Vaterfest kommen. Soli Dio Gloria. Amen.